Guten Morgen, liebe Sorgen. Wir reichen heute einen Wanderwegausgangspunkt, eine Wegmarkierung, einen Wanderweg ein vom Harzclub. Und dieser Punkt befindet sich im Außenbereich von Herzberg am Harz. Der fehlt mir hier noch ein ganz klein bisschen für eine Waypoint-Strecke in Richtung Großer Knollen durch die Feldmark, weil hier geht ein sehr schöner Spaziergang in die Feldmark ab. Da sollte man die Spieler halt drauf aufmerksam machen. Diese ganze Geschichte, wir machen hier einen How-To, einen Tutorial. Diese Videos werde ich aber auch verwenden, um die Einreichung für Wayfarer nachzuweisen. Deswegen filme ich natürlich Maps ab mit meinem genauen Standpunkt, den Scanner mit dem genauen Standpunkt und ich zeige auch, dass ich ein Street View Foto erstellt habe, das man dann später in der Beschreibung zu dem Video finden wird. Die URL von dem Video von YouTube füge ich später in den Text zur Einsendung im Scanner ein. Das mache ich zu Hause am PC nachträglich. Das Video muss ja vorher erstellt werden. Und noch ein Tipp, wenn die Einreichung von mir nicht erfolgreich sein sollte, das könntet ihr auf der Intel-Karte kontrollieren, dann könnt ihr diesen Content natürlich gerne verwenden, um eine eigene Einreichung zu machen. Denn mir kommt es darauf an, dass der Wegpunkt zur Entstehung gelangt. Mir kommt es weniger darauf an, hier die eigenen Punkte zu machen. Das ist mir im Grunde eigentlich total egal. Deswegen nutzt diese Chance aus und macht das einfach. So, wir machen einen kleinen Rundumblick. Hier ist die Händelstraße. Diesen Weg hinab sieht man einen Netto nicht. Da sieht man nur so ein paar Altkleidercontainer. Das soll so ein bisschen Überblick verschaffen. Sieht man auch auf dem Street View Foto. Da gibt es die Ecke Regerstraße von Weberstraße. Und hier geht es in die Feldmark, wo wenig Verkehr ist. Deswegen dieser Platz vor dem Schild reicht aus. Denn die Menschen, die diese Schilder anbringen, gucken, kann man da sicher stehen? Ist das sicher für Fußgänger, für Menschen, die sich informieren wollen? Und auf der Seite ist auch noch eine große Grünfläche vor dem Zaun, wo Spieler stehen könnten. Das ist für Fußgänger absolut sicher, um hier unterwegs zu sein. Und wir holen das Schild mal so ein bisschen in die Aufnahme hinein, denn hier machen wir einen Screenshot und wollen das dann verwenden, um ein ansprechendes Foto für den Scanner zu kreieren. So, ich stehe jetzt genau unter dem Schild. Das soll halt auch beweisen, dass es hier für Fußgänger auch längere Zeit sicher ist. Das ist das Video, das wir gerade aufgenommen hatten. Da gehen wir dann an den Ende von dem Streifen, weil hier sehen wir Eichelbach Großer Knollen. Das soll unser Portalfoto werden. Für die Kontrolle, hier befinden sich Geodaten. Damit kann man diese Sachen kontrollieren. Hier in diesem Bereich, oh, jetzt habe ich es klein gemacht, hier in diesem Bereich sind Geodaten angebracht. Das ist vielleicht noch wichtig. Wir gehen jetzt hier auf Bearbeiten und lassen uns dann gleich erstmal ein Frame exportieren. Da sind wir natürlich wieder am Ende von dem Film, haben wir Pech gehabt, gehen wir hier hin. Das sieht doch eigentlich dann schon viel besser aus. Dann gehen wir hier auf Frame exportieren. Den müsste er uns dann auch direkt gleich zeigen. Und wie gesagt, ihr könnt das gerne verwenden, wenn das bei mir nicht funktioniert mit dieser Einreichung, dass man da zurechtkommt. Jetzt fliegt gleich meine, nee, noch nicht, wir machen ja erstmal das schöne, das Bildchen auf fein, ne? Da haben wir hier diesen Frame, den wir haben. Wir gucken mal, wie die alte Bearbeitung wirkt. Die können wir direkt übernehmen. Ich habe da schon mal Einstellungen vorgenommen, letzte Änderungen für eine andere Einreichung, die ich gemacht habe. Die übernehmen wir einfach. Ich schiebe mein Bild mal ein bisschen weiter nach oben. Dann gehen wir nämlich hier auf Tools. Ich mache das immer quadratisch, weil ich finde, dass das auf dem Scanner ein bisschen besser wirkt. Und wir rücken das natürlich ins Bildzentrum. Ne? So wollen wir das haben. Und da machen wir auf OK. Und gehen auf Fertig und dann gucken wir gleich mal im Scanner, wie wir das weiter einreichen. So, hier ist Feinabstimmung, soll er uns mal so zurechtbauen. Das ist soweit okay. Wir gucken, ist der Scanner schon auf? Der ist nämlich hier. Ich stehe genau unter dem Schild. Ja, das dauert jetzt eine Weile, bis das aufgerufen ist. 3 Stunden später. Also hier ist Internetverbindung. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Wir wissen das nicht. Hier noch mal die Karte noch mal klein, kann man sehen. Wir sind wirklich an diesem Ort. Und wir sehen zu, dass wir hier auf Vorschläge gehen. Von diesen Vorschlägen wollte ich mich mehrere so kreieren. Und da haben wir Standort des Portales. Und das befindet sich, muss ich da ganz kurz mich noch mal umblicken.
genau hier an dieser Stelle, wo diese kleine Grünfläche ist, wo man sicher stehen kann. Das heißt, wir gehen dann hier auf Bestätigen, nehmen hierfür für das Portalfoto unser Snapseed-Gerät, Teilfoto-Ding-Baumkirchen, lassen das einfügen und jetzt friert gleich mein Bild ein. Deswegen mache ich das weg, weil ich ja die Kamera aufrufen möchte. Wir gehen hier erstmal Foto verwenden und jetzt brauchen wir ein Umgebungsfoto. Und da mache ich diese Kamera erstmal wieder weg. Die hole ich später wieder. So, und dann machen wir hier nämlich auf Foto aufnehmen, weil ich das aus dem Scanner heraus aufnehme. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen von weg bewegen, weil wir das natürlich, da habe ich eben gerade noch gestanden, hier ist überhaupt nichts los. Hier kann man super, 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 super safe und sicher überall stehen. Das ist ganz, ganz toll. Machen wir das Foto. Puff. Sagen, das ist aber schön, das Foto. Und das müssen wir nicht wiederholen. Ich gehe wieder zurück und lehne mich an das Schild. Da gehen wir nämlich auch weiter. Jetzt kann ich auch meine kleine Kamera hier wieder herholen, wenn er das dann mich tun lassen möchte. Kamera wieder an. Da bin ich. Ich lehne mich wieder an das Schild, wo wir die Einreichung machen wollen. Und das nennen wir Wanderweg Eichelnbach. Der fließt übrigens in den Jüßsee, wo ein sehr, sehr schöner Badesee mit Freibad. Dann gehen wir hier hin. Toller Wanderweg. Toller Wanderweg. Oh, will er nicht schreiben. Wanderweg zum großen Knollen. Und großen Knollen, das ist ein Eigenname, den könnten wir mal groß schreiben heute ausnahmsweise. Ausrufezeichen, machen wir drei Pünktchen, machen das dann so, dass wir auf OK drücken. Das war die Beschreibung des Portals und dann wollten wir hier auf Weiter drücken. Macht er das heute noch? Weiter bitte. Hier kann man nochmal alle Daten kontrollieren. Wir haben aber gesehen, dass es genau gewesen ist, deswegen gehen wir auf Bestätigen. Dann hast du hier Wanderweg ist Kriterium auf Wayfarer, Ausrufezeichen, ländliche Gegend, wenig bis kein Verkehr. Es geht hier auch direkt in die Feldmark, da fährt dann nur noch Landwirtschaft. Wenig bis kein Verkehr, alles sicher, Ausrufezeichen. Gehen wir hier auf Großschrift, bitte Video beachten. Machen wir Doppelpunkt, drei Pünktchen. Gehen auf OK. Gehen dann auf Senden. Dün, 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 3 Stunden später. Dann gucken wir nämlich, ob das hier funktioniert oder nicht. Ich finde das nämlich sehr, sehr cool, wenn hier ein Waypoint entsteht. Vorschlag erfolgreich eingereicht. Perfekt. Alles super, alles sicher. Wie gesagt, ich kann nur betonen, wenn meine Einreichung nicht funktionieren sollte, kontrolliert das auf der Intel Map. Könnt ihr das Material gerne verwenden, um eine eigene Einreichung zu machen, wenn ihr hier im Ort seid. Reicht das einfach ein, damit dieser Wegpunkt zur Entstehung gelangt. Das ist eigentlich das Einzige, worauf es mir ankommt. Ich wünsche allen Leuten, die ebenfalls als Wayfinder unterwegs sind, ultra viel Erfolg. Wenn ihr an Wegpunkten vorbeikommt, die nicht mehr existieren oder nie existiert haben, löscht die einfach. Das gehört zur Pflege der Spieloberfläche dazu. Und ich wünsche uns allen einfach ultra viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.